So, Pfeilbogen. Jawohl. Fletch. Kannst du ja auch machen, wenn du willst. Pfeile kann man ganz einfach craften aus einem Stein und ein Holz. Kannst du gleich 4 Stück rauskriegen. Und den Bogen machst du aus 10 Holz. Besuch und so komisches Auge wieder. Ja. Aua! Oh ja, das macht 20 Schaden! Oh ja, fein Bogen. Ja. Oh, guck mal, es hat eine Linse gedroppt. Oh, wie viele Zombies kommen denn hier an? Tja. Ah. Ja. Aua. Aua. Oh. Komm her. Ich mach mal um, das heißt die Grüne weg. So, 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 so. Oh, fuck das nicht. Ach, brauchst du auch mal eine Brücke rüber. Können wir nachher Lavagraben daraus machen. Zombie eingesperrt und ganz viele Slimes da unten. So, machen wir erstmal hier Wooden Plattforms. Müssen wir die hin und her switchen, noch klarkommen. Mach das mit dem Mausrad. Das kannst du auch mit sag schon, mit oben mit den Nummern machen. Also kannst 1, 2, 3, siehst du auch oben links in der Leiste, siehst du auch die einzelnen Nummern nochmal. So grau unterlegt. Nee. Bist du jetzt? Ah, geh du mal erkunden. Nur mal ein bisschen gucken. Vielleicht findest du irgendwann eine Truhe. Weil Truhe findest du ab und zu mal in Caves, da sind auch manchmal lustige Sachen drin, wie zum Beispiel Wurfmesser oder Speere und so ein Scheiß. Und wenn du zu weit wegläufst, dann kommst du irgendwann zu einer, lustigen Region, kann man sagen. Das ist alles lila und es sieht ein bisschen tot und verwest aus. Ich bin nicht weit weggelaufen, nur irgendwie. Was heißt FT? Fuß oder was? Ja, Feet. Na, ich war gerade nur 300 Feet von dir weg. Sieht schon cool aus, was hast du jetzt da oben gebaut? Du kannst hier. Das ist so eine Sprungplattform. Wie komme ich hier runter? Ja. Mit S. Einfach nach unten drücken. Zack. Ist auch voll chillig. Immer unsere Tür schließen, Schatzi. Wir können nachher auch wieder Pressure Plates machen und so Scheiß. Yeah. Hast du noch Holz? Ja, 190. Ich brauche noch ein bisschen Holz fürs Haus. Wie schmeißt man was raus? Aus dem Inventar einfach ziehen. Escape und einfach aus dem Inventar. Kann man auch Kisten craften? Ja, es gibt auch. Da braucht man auch ein bisschen Eisen für. Oder man findet die. Mach dir mal einen Hammer. Ein Hammer, damit kannst du Kisten abbauen. Achso, ich will immer die so eine Kiste so komisch öffnen. Das Auge flatsch gegen die Hausmann. Flatsch gegen die Tür. Haha. Oh, da brauchen wir Augentropfen, ne? Was soll ich mir machen? So einen fetten Hammer? Ja, weil damit kannst du zum Beispiel auch die Hintergründe und sowas wegmachen. Jo, hab einen. Oh. Du Auge. Oh, Daniel? Hm? Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Part Zuwachs kriegen. Der kleine Nico möchte auch mitmachen. gerade geschrieben der oder was? Ja. Der möchte er ebenfalls mitmachen, gerne. Aua. Komm her. Komm zu Papi. Njong, jetzt düst davon auch mal nur. Ja, weil wenn es Tag ist, dann verziehen sich die ganzen Zombies, die kehren einfach aus dem Bildschirm raus. Jo, machen wir schon unseren ersten Raum für unseren ersten Bewohner. Das ist eben halt der Guide, damit er schon mal bei uns wohnt, weil der kann auch durch Zombies verrecken. Ah. Ah. So, das reicht sogar noch aus. Machen wir erstmal hier den ersten Raum. Zack. Oh, ist so schön. So.
Machen wir hier den nächsten Raum hin. So. Brauchen wir mal zwei Türen und zwei Stühle. Nee. Ah, machen wir lieber mal vier Stühle, das sieht immer besser aus. Ah, es ist Tag. Es wird Tag. Wird Tag. Zack und zack. Wie tief kann man runtergraben eigentlich? Unendlich oder was, so eine Art fast? Ja, fast. Es geht, wenn man zu tief buddelt, kommt man irgendwann in die Hölle. Und da ist es ein bisschen unangenehm, wenn man da nicht richtig ausgerüstet reingeht. Wie es aussieht. So, jetzt machen wir mal zwei Türen. Ach halt, ich hab noch meine Stühle. Hab's vergessen. So. Na komm. Zack. 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 Können wir auch nachher auch Vasen und sowas draufstellen, wo nachher Pflanzen drin wachsen und so ein ja, Scheiß. Ja, das ist klar. Ja, es gibt auch ganz viel Dekoration hier. Es ist auch richtig geil. Also, wie gesagt, Traga ist ein richtig geiles Game. Du denn da? Mal gucken. Kannst ja da. Oh Gott, da unten ist ein pinker Slime. Oder so ein lilaner. Der hat richtig viel Leben. Guck mal, wie groß er ist. Der hat 40. Ja. So. Aber wir benutzen da links die als Mine. Wah! Ups, jetzt hab ich den. Da ist Holz geklaut. So, aber wir können ja sowieso mal meinen gehen. Wo meinen gehen? Ja. Wenn man so mit. Ja, da buddeln wir uns nicht runter. Jetzt direkt vor der Haustür jetzt da so ein Dings runter zu gehen, ist auch doof. Na! Ah. Das war ein dummer Gedanke. Da. Ich würde mal sagen, wir buddeln uns straight away runter. Wie einfach runter oder was? Weil. Einfach so, also wir müssen jetzt so einen zweitbreiten Schacht machen. Ich mach die linke Seite, du machst die rechte Seite. Ja! 1, 2, 3, Teamarbeit. Warte, Packe setzen. So. Gucken wir mal, ob wir uns erste Cave sehen. Weil die Cave-Systeme sind auch riesig. Wie das aussieht. Voll straight, ey, also richtig krank. Jetzt sind wir noch auf der Dirt-Ebene. Bald kommen wir. Oh, dort ist schon was. Und wir sind in Clay drin und Eisen. Oh, das ganze Eisen ab hier. Na, kriegst du mit? Ist dunkel, immer weil der fackelt. So, jetzt. Halt. Hey. Ja, wir können uns nachher mit Plattform wieder hochbauen, dann können wir auch wieder runter damit. Warte, Fackel, so. Ey, Alter, das ist tief. Oh. Ah, wir sind noch nicht mal anders. Da ist links ist irgendwas. Oh, eine Cave. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Was haben wir denn hier so Schönes? Toll. Ah. siehst du das ganz unten rechts, ganz leicht bläulich? Ja. Das ist neues Biom, da können wir uns mal gleich mal runterbuddeln. Dann buddeln wir uns sowieso gleich runter. Aber wir gucken erstmal hier links. Oh fuck. Ich habe irgendwas gehört. Ja, das sind Slimes, die unter der Erde sind. Ist da noch irgendwas? Ne, da ist nichts mehr. Komm mit. Weil dieses Mushroom, das ist so ein glowing Mushroom-Biom, das sieht richtig geil aus. Oh, das ist Kupfer. Wo ist das ganze Kupfer-Erb hier? Ah, nee, halt, das war gar nicht Glowing Mushroom. Fuck, das war unten dieser scheiß, Tint, ne, hier ist auch schon die scheiß Qualle da unten. Oh, Mann. Oh, da rechts ist auch irgendwas. Oh, da war ein Slime auf uns. Derb! So. Mal durch hier. Oh, ich hab keine Fackeln mehr. Warte, ich mach mal kurz welche. Oh, das! Guck, siehst du da rechts das Teil? Das Herz? Das sind Life Crystals. Damit kannst du deine Lebensleiste erhöhen. Das heißt, da hast du nicht mehr 100, sondern 120. Also hast du ein ganzes Herz oben rechts mehr. Wer soll das denn sehen? Das kannst du haben. Also,
Ich glaube, muss ich dabei machen? Mit einem Hammer musst du drauf kloppen. Deswegen habe ich ja gesagt, dass du den Hammer craften sollst. Uff, den kannst du jetzt inhalieren. Der ist aber riesig, der Hammer. Ja, damit machst du auch mehr Knockback, also. Escape? Also, und den? Escape und dann einfach einmal linksklick und nochmal linksklick. Oder einfach oben links in die Leiste drücken. Ah, klar. Jetzt hast du oben 6 Herz anstatt 5. Ah, cool. Und du kannst deine Herzen bis auf 400 Leben aufstocken, also bis zu 20 Herzen. Ach du Scheiße. Ja, aber du brauchst sie nachher auch, sag ich dir schon. Ah, stirb! Geil, Glowsticks. Guck mal hier. Knicklichter. Hä, wie, wenn du jetzt unter Wasser bist? Der wechselt immer automatisch. Kannst du hier, oder? Ich hab 3 Stück da. Kannst du ein paar haben. Da. Hä? Na, du musst auch auftauchen, du hast auch Luft, ne? Nicht, dass du gleich ersäufst. Kannst die. Wenn du unter Wasser bist, du musst, dein Cursor muss unter Wasser sein. Ja, ich bin, achso, mein Cursor unter Wasser. Ah. Du kannst auch werfen, mit Linksklick kannst du die Dinger werfen. Aha. Da leuchten die und dann bleiben die unter Wasser so? Nee, die bleiben nicht für immer, aber das ist für kurze Zeit eine gute Beleuchtung. Tauchen? Ja, tauchen. Aber ich habe keine Glowsticks mehr. Ah. Hä? Also. Ja, tauchen wieder auf hier, unten ist nichts. Das müssen wir irgendwie das Wasser wegkriegen, weil wir müssen ja irgendwie unseren Tunnel wieder wegkriegen. Ja, machen wir eben halt hier. Warte, Entschuldigung. So. Ich baue mal von oben mal ganz kurz eine Wand runter. Ah! Stirb! Aua! Oh, guck mal, jetzt die Nurse arrived. Die Nurse ist so eine Krankenschwester, die kann dich healen, wenn du. Wenn du respawnst, weil wenn du respawnst, hast du nur 5 Herzen, die müssen dir erst regenerieren. Bei der Nurse kannst du dich sozusagen komplett heilen. Die können wir gleich mal auch oben sehen, weil die ist bei uns oben eingezogen. Boah, hast du die Fackel weg? Die müssen wir woanders machen. Ja, das ist jetzt, wenn jetzt das Wasser jetzt wieder hin, also wenn wir die Böcke gleich wieder abbauen, dann ist das Wasser wieder da. Ehrlich? Ja. Warte, müssen wir gucken. Ja, da ist es wieder. Ja, müssen wir halt ein bisschen, da müssen wir bis zum nächsten Cave durchbuddeln, dann fließt es ab. Kommen wir wieder rüber? So, jetzt. So. Haben wir jetzt auch. Also, wenn wir jetzt, jetzt verrecken, dann kannst du einfach runterspringen und springst ins Wasser rein. Wir müssen halt ab und zu mal auftauchen. Warte. Licht. So. Oh ja, hier sind wir Matsch. Oh, hier ist schon die nächste Cave. Und husch. Alter, fließt das Wasser schnell. Jetzt steht das hier, jetzt können wir hier runterspringen. Ja, kannst du jetzt einmal runterspringen. Ich glaube, ich muss ein bisschen tiefer, warte mal. Lass mal ein bisschen so zentrierter. Nee, warte. Lasse. So, ein bisschen zentrierter, weil es muss ja ein bisschen tiefer sein. Ah! Ich bin jetzt drin. So. Hier unten ist Sand. Okay, hier ist ein bisschen Fail generiert. Na super. Ich würde mal sagen, wir buddeln uns jetzt mal nach rechts. Weil jetzt haben wir ja so. Kommst du raus? Hallo? Ja, du musst ja erst an links da, weil du kommst oben gegen den Block gegen. So. Hol es einfach nach rechts. Welchen Block? Wir können. Wir müssen ja 3, ne? Jetzt machen. Ja, es ist ja 3. Wir müssen eben halt 3 Leute sein. Oh, hier ist schon die nächste Cave. Und ist wieder Eisen. Eisen! Kennt man irgendwie. Ich finde, das erkenne ich noch nicht so. Ja, das kriegst du nachher. Guck mal, oben rechts, das ist Silber. Das ist auch geil. Also umso höher der Materialwert ist, desto besser ist es. Du kannst auch immer, wenn du springst, dabei immer denselben Block anschlägst, dann baut er sich auch ab. Ist auch immer so lustig. Da muss dich immer nicht hochbuddeln. Muss immer denselben Block treffen. So. Und hier ist noch Kupfer reinweise. Guck mal, ganz viel Kupfer hier. Klick, hörst du immer klick. Oh? Was ist für ein Scheiß? Ja, oh, das ist Sand. Oh, hier ist, eine größere Cave. Oder? Oh ja. Oh, jetzt kommt die geile Miner-Musik. Die find ich richtig geil. Oh, das ist eine goldene Truhe. Guck mal. Aua! Ja. Das ist eine goldene Truhe. Guck mal rein, kannst du mir restlich reingucken. Und nimm mal alles raus, was da drin ist. Wie kann man das einfach rausnehmen, anstatt über jedes einzelne Item Eisen? Du rechts siehst du Loot All. Oh, Loot All ist da rechts neben. Hab ich jetzt. Gut, und jetzt? Das kannst